Lektion 5 bis 8. Arbeitsbuch. Lektion 5. Übung 2. 1. Kommen Sie bitte mit nach vorn. Ja, danke. So, Herr Krause, wie hätten Sie es denn gern? So wie immer? Ja, ja, wie immer. Sie wissen schon, nicht zu kurz. Okay. Wie war denn der Urlaub? Wunderbar. Wir hatten tolles Wetter und das Hotel war super. 2. Etwas weiter nach rechts, bitte. Ja, so ist es gut. Und jetzt bitte lächeln. Wunderbar. Dankeschön. Das war's schon. Wann kann ich die Bilder abholen? Morgen Mittag. Vielen Dank. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 3. Guten Tag. Ich möchte meinen Wagen zur Inspektion bringen. Wie bitte? Augenblick. Ja, bitte? Die Jahresinspektion ist fällig. Ich möchte einen Termin. 4. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf die Metro in Paris ist wieder ein Sprengstoffattentat verübt worden. 5. MBF Schneider, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Schumann. Ich möchte mit Herrn Beckmann sprechen. Tut mir leid, der ist im Augenblick nicht im Haus. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, vielen Dank. Ich rufe später nochmal an. 6. Praxis Dr. Reuter, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Huber. Ich möchte gerne einen Termin. Möglichst bald. Moment. Am Donnerstag, den 13. um 14.30 Uhr? Ja, das geht. Lektion 5. Übung 3. Friseur. Journalistin. Hotelfachfrau. Automechaniker. Kamerafrau. Fotograf. Taxifahrer. Hausmann. Bankkauffrau. Ingenieur. Sekretärin. Arzthelferin. Schauspieler. Fußballspieler. Ärztin. Fotomodell. Lokführer. Werbekauffrau. Flugbegleiterin. Kellner. Lektion 5. Übung 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Friseur. 2. Fotomodell. 3. Fotograf. 4. Journalistin. 5. Schauspieler. 6. Ingenieur. Lektion 5. Übung 5. Hallo Opa. Na mein Junge, wie geht's denn so? Wie war's in der Schule? Gut, wir haben heute Berufe gemacht. Aha. Opa, ich möchte mal Kameramann werden. Kameramann? Ja, und warum gerade Kameramann? Kann ich immer tolle Krimis drehen, Derek und so. Und ich verdiene viel Geld. Ein Kameramann muss aber hart arbeiten. Weißt du, wie schwer so eine Kamera ist? Nein, wieso? Muss ich denn die Kamera tragen? Ja, manchmal schon. Das finde ich aber nicht so gut. Dann möchte ich als Schauspieler werden. Dann kannst du mich immer im Fernsehen sehen. Ach, mein Junge, so schnell geht das aber nicht. Da musst du erst mal ein paar Jahre Schauspielunterricht nehmen, tanzen lernen, singen lernen. Ein paar Jahre? Das dauert mir zu lange. Dann möchte ich halt Fußballspieler werden, so wie Klinsmann. Ein Fußballspieler muss auch viel trainieren. Ich trainiere doch jeden Samstag. Das ist nicht viel. Als Profi musst du schon jeden Tag trainieren. Dazu habe ich keine Lust. Du hast doch noch viel Zeit, Daniel. Du findest später bestimmt mal einen schönen Beruf. Opa? Ja, Daniel? Jetzt weiß ich, was ich mal werden möchte. Ja, was denn? Ich werde mal Opa. Da muss ich überhaupt nicht arbeiten und kann den ganzen Tag fernsehen. Lektion 5. Übung 12. Puh, gerade noch geschafft. Genau 7:30. Wo ist Vera? Noch nicht da. Schon 4:15. Wo bleibt sie denn nur? Ich glaube, jetzt kommt sie nicht mehr. Komisch. Ach, ich ruf sie mal an. Barbosa? Da bist du ja. Hier ist Thorsten. Sag mal, was ist denn los? Wir warten schon seit einer halben Stunde auf dich. Wieso? Es ist erst 8. Wir sind doch um 7:30 verabredet. Ja eben, 7:30 und jetzt ist es 8. 7:30 heißt 19:30 Uhr. Ach ja, stimmt. Das tut mir leid. Ich dachte 20:30 Uhr. In Brasilien sagen wir nämlich 8:30 Uhr. Und das heißt 8:30 Uhr. 7:30 heißt 7:30 Uhr, 7:30 Uhr. Deutsch ist wirklich schwer. Und was machen wir jetzt? Um 10:45 gibt es noch eine Spätvorstellung. Wir können ja vorher noch was trinken gehen. Ja gut, und wann treffen wir uns? Andrea und ich holen noch die Karten. Sagen wir so um 8:30 Uhr. Ich meine um 20:30 Uhr. Jawohl, Herr Lehrer. 8:30 Uhr, das heißt 20:30 Uhr. Bis dann. Lektion 5. Übung 17. Ihr Kollege möchte mit Ihnen essen gehen. Sie möchten aber nicht. Was sagen Sie? Zuerst ein Beispiel. Ach, Frau Schneider, einen Augenblick bitte.
Ich möchte gern mal mit Ihnen essen gehen. Sagen Sie, was machen Sie denn heute Abend? Vielen Dank, aber ich kann heute nicht. Ich muss meine Schwester vom Flughafen abholen. Und morgen Abend? Tut mir leid, da kann ich auch nicht. Da muss ich Spanisch lernen. Noch einmal, aber jetzt antworten Sie. Ach, Frau Schneider, einen Augenblick bitte. Ich möchte gern mal mit Ihnen essen gehen. Sagen Sie, was machen Sie denn heute Abend? Und morgen Abend? Und am Mittwoch? Und am Donnerstag? Und am Freitag? Und am Samstag? Und am Sonntag? Und nächste Woche? Tja, ich sehe schon, Sie haben ein volles Programm. Da habe ich wohl keine Chance. Lektion 5. Übung 18. 1. Hessischer Rundfunk 1. Es ist 20 Uhr. Sie hören Nachrichten. Brandenburg. Die CDU hat eine Brandenburger Erklärung für mehr Wachstum in den ostdeutschen Bundesländern verabschiedet. 2. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr, 17 Minuten und 0 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr, 17 Minuten und 10 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr, 17 Minuten und 20 Sekunden. 3. Meine Damen und Herren, der ICE 754 nach Hamburg-Altona, planmäßige Abfahrt 19:02, fährt soeben an Gleis 14 ein. Vorsicht an Gleis 14 bitte. Meine Damen und Herren, der ICE 711 nach Innsbruck fährt heute ausnahmsweise von Gleis 7 ab. 4. Du, heute klappt es nicht mehr, aber ich nehme morgen gleich die erste Maschine. Und wann bist du dann hier? Um 8:45. Gut, ich komme zum Flughafen. Und vergiss nicht, mir Rasierwasser mitzubringen. 5. Es ist ja schon 4:10. Ich muss jetzt gehen, mein Seminar beginnt gleich. Hast du nachher Zeit? Dann können wir ja im Café Bauer weiterreden. Ja, gut. Mein Seminar geht bis 6. Sagen wir so 6:15. Okay, bis später. Und viel Spaß bei deinem Seminar. Bis dann, tschüss. Lektion 5. Übung 20. 1. Bayern 3. Schlagzeilen. 7:30 Uhr. Vermittlungsmission im Nahen Osten. Der US-Sondergesandte Ross. 2. Sie hat jeden Tag von 2:45 bis 3:30 Deutschunterricht. 3. Der
ICE 997 aus Hannover, planmäßige Ankunft 11.16 Uhr auf Gleis 8, hat voraussichtlich 10 Minuten Verspätung. Wir treffen uns so um 17:45. Dann haben wir etwas Zeit und können vor dem Kino noch ein Bier trinken gehen. 5. Wie viel Uhr ist es bitte? Genau 15.42 Uhr. Lektion 5. Übung 28. Diphthonge sind Doppelvokale. Man spricht sie zusammen. Heute habe ich auch keine Zeit. Hören Sie, sprechen Sie nach und markieren Sie. Ei. Ein. Eis. Zeit. Mai. Meinst. Leid. Dabei. Oi. Neun. Euch. Heute. Häuser. Kräuter. Teuer. Leute. Au. Raus. Laut. Genau. Glaube. Traurig. Staubsauger. Kaufhaus. Lektion 5. Übung 29. Sagen Sie mit Pausen. Was ist? Was ist? Was ist? Mit kurzen Pausen. A is. A is. A is. Ohne Pausen. Eis. Eis, 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 Eis. Lesen Sie laut. Ein Eis im Mai? Ich bin dabei. Tut mir leid, keine Zeit. Sagen Sie mit Pausen. Kino, in. Kino, in. Kino, in. Mit kurzen Pausen. No in. No in. No in. Ohne Pausen. Neun. 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 Lesen Sie laut. Wir treffen euch heute um 9. Die Kräuter sind heute sehr teuer. Sagen Sie mit Pausen. Salat, gut. Salat, gut. Salat, gut. Mit kurzen Pausen. La, ut. La, ut. La, ut. Ohne Pausen. Laut, 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 laut. Lesen Sie laut. Ich glaube, der Staubsauger ist zu laut. Raus aus dem Haus. Wir gehen mal aus. Lektion 5. Übung 30.
Hören Sie und sprechen Sie nach. Nein. Neun. Leid. Laut. Aus. Eis. Raus. Reis. Seit. Mai. Auch. Euch. Haus. Häuser. Raum. Räume. Laute. Leute. Beide. Gebäude. Neu. Genau. Lektion 5. Übung 31. Was heißt die deutschsprachigen Länder? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Schau mal die Einbauküche. Was meinst du? Schau mal der Preis. Die ist einfach zu teuer. Lektion 6. Übung 19. 1. Aufstehen. 2. Verstehen. 3. Gefallen. 4. Bezahlen. 5. Verkaufen. 6. Bekommen. 7. Einkaufen. 8. Verstecken. 9. Beginnen. 10. Anziehen. Lektion 6. Übung 20. Ihr Bekannter ist seit kurzer Zeit Hausmann. Er beklagt sich über seine Arbeit, aber Sie verstehen das nicht. Für Sie sind Hausarbeiten kein Problem. Sie sagen, na und? Beispiel. Also Hausmann sein, das ist wirklich anstrengend. Ich muss jeden Tag früh aufstehen. Na und? Ich stehe gern früh auf. Dann muss ich die Wohnung aufräumen. Na und? Ich räume gern die Wohnung auf. Jetzt noch einmal. Aber jetzt antworten Sie. Also Hausmann sein, das ist wirklich anstrengend. Ich muss jeden Tag früh aufstehen. Dann muss ich die Wohnung aufräumen. Und dann noch einkaufen, jeden Tag. Dann muss ich schnell die Wäsche aufhängen. Mittags muss ich die Kinder von der Schule abholen. Dann muss ich kochen. Und dann auch noch das Geschirr abwaschen. Und das Geschirr abtrocknen. Nach dem Essen muss ich dann mit den Kindern in den Park gehen. Dann muss ich schnell die Wäsche zusammenlegen.
Und dann muss ich auch noch bügeln. Schrecklich. Und zwischendurch muss ich den Kindern Geschichten erzählen. Dann muss ich schnell Abendessen machen. Um 6 kommt meine Frau nach Hause. Und dann muss ich den Kindern noch Märchen vorlesen, sonst schlafen sie nicht. Weißt du was? Ab morgen kannst du meinen Haushalt machen. Das machst du doch sicher gerne. Lektion 6, Übung 21. Hören und vergleichen Sie. Packen, backen. Oper, ober. Tick, dick. Winter, Kinder. Karten, Garten. Vokal, Regal. Lektion 6, Übung 22. Üben Sie. Sagen Sie "Ah", dann schließen und öffnen Sie dabei die Lippen. "Ah" wird zu Aba, ba, ba. A, a, ba, ba, ba. Halten Sie eine Kerze vor den Mund. Atmen Sie ein und schließen Sie die Lippen. Sie wollen ausatmen, aber es geht nicht. Die Lippen sind geschlossen. Öffnen Sie plötzlich die Lippen. Sie hören "P". Die Kerze ist aus. "P". Nehmen Sie ein Blatt Papier und üben Sie. Sagen Sie "ein Blatt Papier". Ein Blatt Papier. Ein Paket Butter. Ein Paket Butter. Ein Paar Bier. Ein Paar Bier. Bei den Wörtern mit "P" muss sich das Blatt bewegen. Sagen Sie "ein toller Tipp". Ein toller Tipp. Deine Tante. Deine Tante. 3 Tassen Tee. 3 Tassen Tee. Den Tisch decken. Den Tisch decken. Gute Kunden. Gute Kunden. Ganz klar. Ganz klar. Kein Geld. Kein Geld. Kaugummi. Kaugummi. Kilogramm. Kilogramm. Gäste zum Kaffee trinken. Gäste zum Kaffee trinken. Ein paar Gläser Bier. Ein paar Gläser Bier. Pack die Koffer. Pack die Koffer. Lektion 6, Übung 23. Hart oder weich? Hören Sie, sprechen Sie nach und markieren Sie.
Bier. Rap. Halb. Paar. Liebt. November. Schreibtisch. Urlaub. Dose. Tasse. Abends. Modern. Lied. Lieder. Liter. Südamerika. Kästen. Gäste. Beginnt. Tag. Fragt. Frage. Schick. Stücke. Lektion 6. Übung 24. Hören Sie, sprechen Sie nach und vergleichen Sie. Guten Tag. Habt ihr Zeit? Ab und zu. Morgen Abend. Tut mir leid. Leider nicht. Sonntag zum Mittagessen. Es gibt Obst und Gemüse. 7 Tage Urlaub. Bald geht's los. Wohin fliegt ihr? Am liebsten. Nach Deutschland. Das Flugticket? Nicht billig. Wirklich günstig. Ein Sonderangebot. Lektion 6. Übung 25. Arbeitsteilung. Wer räumt auf? Wer wäscht ab? Wer kauft ein? Wer putzt und saugt? Wer macht die Betten? Wer deckt den Tisch? Wer wäscht und bügelt? Wer backt und kocht? Wer leert den Müll aus? Natürlich ich. Wer sagt nie Danke? Wer fragt nie, wie geht's? Wer hört nur halb zu? Natürlich du. Durst. Morgens 3 Tassen Kaffee oder Tee, mittags ein Cola, nachmittags Saft, unterwegs ein Likör, abends dann Rotwein oder ein paar Gläser Bier. Problem. Die Tante liebt den Onkel, der Onkel liebt die Tanten. Ab und zu gibt's deshalb Streit. So sind halt die Verwandten. Einkauf im Supermarkt. 3 Kilo Kartoffeln, Obst und Gemüse, ein Bauernbrot, 2 Klopapier, ein Paket Butter, 3 Dosen Tomaten, 100 Gramm Schinken, 6 Kästen Bier, 3 Tiefkühlpizzen, Käse, geschnitten, 1 Kilogramm Zucker,
Schokolade, Pralinen und Bonbons, Kaugummis, keine Gummibärchen. Schade. Lektion 7, Übung 6. 1. Entschuldigung, ich suche eine Post. Gibt es eine hier in der Nähe? Ja, gehen Sie hier links in die Friedrichstraße und dann gleich wieder links in die Berliner Straße. Neben dem Hotel ist gleich eine. Dankeschön. Bitte. 2. Entschuldigung, gibt es hier einen Supermarkt? Ja, fahren Sie die Friedrichstraße immer geradeaus, dann kommen Sie zur Goethestraße. Da fahren Sie rechts. Da kommt dann auf der linken Seite ein Supermarkt. Vielen Dank. Wiedersehen. Gern geschehen. Wiedersehen. Drei. Verzeihung, wo finde ich denn das Hotel zur Post? Das ist in der Berliner Straße. Ist das weit? Ja, nehmen Sie lieber die U-Bahn. Die fährt hier gleich am Dom. Steigen Sie an der Haltestelle Berliner Straße aus. Neben dem Schwimmbad ist das Hotel. Danke. Bitte, bitte. 4. Verzeihung, wie komme ich denn zum Zoo? Fahren Sie die Berliner Straße immer geradeaus, dann rechts in die Friedrichstraße und dann gleich wieder links in die Karl-Marx-Allee. Da ist der Zoo. Also geradeaus, dann rechts, dann links. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Nichts zu danken. Auf Wiedersehen. 7. Übung 23. Hören Sie und sprechen Sie nach. Samt, insgesamt. Amt, Wohnungsamt. Ben, verben. Ende. Verb. Ende. Din. Freundin. In. Freund. In. Fort. Sofort. Ort. Lieblingsort. Hund. Ein Hund. Und. Na und. Haus, ein Haus. Aus, gerade aus. Lein, allein. Ein, so ein. Deutsch, auf Deutsch, euch, mit euch. Lektion 7, Übung 24. Gähnen Sie und üben Sie den Neueinsatz.
Wohnungsamt. Lieblingsort. Na? Und? In einer Woche. Mit euch. Du auch. Mein Freund in Rom. Am Ende. Lektion 7. Übung 25. Hören und markieren Sie. Am Samstag. Am Anfang. Das Passende. Wochenende. Bitte sortieren. Bitte ordnen. Heute nur. 9 Uhr. Sie können. Geöffnet. Ich übe. Ich bin müde. Ein Urlaub. Im August. Ein Erdbeereis. Basmati-Reis. Lektion 7. Übung 26. Hören und vergleichen Sie. In Berlin. Mein Freund in Sofia. Meine Freundin Sophia. Einen Termin vereinbaren. Um 8 Uhr. Oder erst um 11? Meister. Heißt er? Nicht vergessen. Etwas essen. Lektion 7. Übung 27. Hören und vergleichen Sie. Am Wochenende ist das Wohnungsamt nicht geöffnet. Ein Urlaub in Berlin ist immer interessant. Ich hätte gern ein Erdbeereis und einen Eiskaffee. Lektion 7. Übung 28. Termine. Ich möchte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Jetzt im August um 8 Uhr oder erst im Oktober um 11? Leute. Mein Freund in Sofia heißt Tom. Sophia? So heißt meine Freundin in Rom. Er heißt Meister. Meister heißt er. Meister? Dann ist er der neue Minister. Tipp. Ich übe und übe. Jetzt bin ich müde. Nicht vergessen. Etwas essen. Lektion 7. Übung 29. 1. Verzeihung, wo finde ich denn das Hotel Vivaldi? Na, das weiß ich auch nicht. Aber fragen Sie doch mal einen Wachtmeister. Da hinten steht einer. Wo denn?
Haben Sie keine Ohren im Kopf? Na da, kicken Sie mal richtig hin. Ach da. Genau, jetzt haben Sie's. Jetzt verstehen Sie mir. Wie bitte? Jetzt verstehen Sie mich. Ach so, ja, vielen Dank. Nicht für ungut. Zwei. Verzeihung, wo finde ich denn das Hotel Vivaldi? Ja, gehen Sie hier rechts die Leipziger Straße immer geradeaus und dann die zweite links. Das ist die Friedrichstraße. Die gehen Sie auch immer geradeaus. Dann kommen Sie direkt im Mang zum Hotel Vivaldi. Vielen Dank. Nicht für ungut. Lektion 7. Übung 31. Berliner Klopsgeschichte. Ich sitze da und esse Klops. Auf immer Klops. Ich kicke, staune, wunder mir. Auf immer jetzt so oft der Tür. Nanu, denk ich. Ich denk, nanu, jetzt ist er off. Erst war es zu. Und ich geh raus und kicke. Und wer steht draußen? Icke. Start Deutsch 1. Modelltest. Hören. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, wo finde ich denn die Lufthansa-Information? In Halle B. Sie sind hier in Halle C. Gehen Sie einfach in diese Richtung, immer geradeaus. Ah, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bitte, auf Wiedersehen. Entschuldigung. Wo finde ich denn die Lufthansa-Information? In Halle B. Sie sind hier in Halle C. Gehen Sie einfach in diese Richtung, immer geradeaus. Ah, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bitte, auf Wiedersehen. Nummer 1. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ich suche ein günstiges Sofa. Wenn Sie bitte mitkommen. Hier vorne ist ein sehr schönes Sofa für nur 449 Euro. Ein sehr günstiges Angebot. Sie sparen 49 Euro zum Normalpreis. Haben Sie noch andere Sofas? Ja, natürlich. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Ich suche ein günstiges Sofa. Wenn Sie bitte mitkommen. Hier vorne ist ein sehr schönes Sofa für nur 449 Euro. Ein sehr günstiges Angebot. Sie sparen 49 Euro zum Normalpreis. Haben Sie noch andere Sofas? Ja, natürlich. Nummer 2. Entschuldigung, ich suche Lampen. Lampen finden Sie im vierten Stock. Sie können hier den Aufzug nehmen. Vielen Dank. Entschuldigung, ich suche Lampen. Lampen finden Sie im vierten Stock. Sie können hier den Aufzug nehmen. Vielen Dank. Nummer 3. Guten Abend. Möchten Sie die Speisekarte? Ja, bitte. Darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? Ich hätte gern ein Mineralwasser. Gern. Ein Mineralwasser, bitteschön. Haben Sie gewählt? Ja, ich nehme einen großen gemischten Salat. Aber bitte ohne Ei. Gern. Einen Salat ohne Ei.
Guten Abend. Möchten Sie die Speisekarte? Ja, bitte. Darf ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen? Ich hätte gern ein Mineralwasser. Gern. Ein Mineralwasser, bitteschön. Haben Sie gewählt? Ja, ich nehme einen großen gemischten Salat, aber bitte ohne Ei. Gern, einen Salat ohne Ei. Nummer 4. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte wissen, wann heute Sams in Gefahr läuft. Sams in Gefahr beginnt um 17 Uhr. Kann ich jetzt schon Karten dafür kaufen? Ja, natürlich. Wie viele denn? 4. 3 Kinder, 1 Erwachsener. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte wissen, wann heute Sams in Gefahr läuft. Sams in Gefahr beginnt um 17 Uhr. Kann ich jetzt schon Karten dafür kaufen? Ja, natürlich. Wie viele denn? 4. 3 Kinder, 1 Erwachsener. Nummer 5. Oh, hallo Sandra. Wie geht's dir? Hallo Katja. Gut. Und dir? Mir auch. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du, was machst du denn am nächsten Samstag? Da habe ich noch nichts vor. Wieso? Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Es läuft Gegen die Wand. Da war ich schon drin. Schöner Film, aber nochmal will ich den nicht sehen. Aber was hältst du denn von einem Theaterbesuch? Im Papageno-Theater läuft Sugar. Ja, warum nicht? Im Papageno-Theater war ich noch nie. Da kann ich es mir endlich auch mal anschauen. Na fein, dann treffen wir uns am besten um 7:30 direkt davor, okay? Okay. Oh, hallo Sandra, wie geht's dir? Hallo Katja, gut. Und dir? Mir auch. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du, was machst du denn am nächsten Samstag? Da habe ich noch nichts vor. Wieso? Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Es läuft Gegen die Wand. Da war ich schon drin. Schöner Film, aber nochmal will ich den nicht sehen. Aber was hältst du denn von einem Theaterbesuch? Im Papageno-Theater läuft Sugar. Ja, warum nicht? Im Papageno-Theater war ich noch nie. Da kann ich es mir endlich auch mal anschauen. Na fein, dann treffen wir uns am besten um 7:30 direkt davor, okay? Okay. Nummer 6. Guten Morgen, Frau Zingel. Heute sind Sie aber spät dran. Ja, guten Morgen, Herr Bender. Mein Auto ist kaputt. Heute früh ist es einfach stehen geblieben. Können Sie sich das vorstellen? Direkt vor unserem Haus. Ach, das tut mir aber leid für Sie. Und was haben Sie dann gemacht? Na, ich habe mir ein Taxi gerufen. Aber das hat ewig gedauert, bis das mal gekommen ist. Ach, jetzt muss ich aber schnell weiter. Die anderen warten bestimmt schon. Dann noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls, Herr Bender. Guten Morgen, Frau Zingel. Heute sind Sie aber spät dran. Ja, guten Morgen, Herr Bender. Mein Auto ist kaputt. Heute früh ist es einfach stehen geblieben. Können Sie sich das vorstellen? Direkt vor unserem Haus. Ach, das tut mir aber leid für Sie. Und was haben Sie dann gemacht? Na, ich habe mir ein Taxi gerufen. Aber das hat ewig gedauert, bis das mal gekommen ist. Ach, jetzt muss ich aber schnell weiter. Die anderen warten bestimmt schon. Dann noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls, Herr Bender. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Verehrte Fahrgäste, der Intercity nach Kassel fährt in wenigen Minuten ein.
Bitte Vorsicht an Gleis 9. Der Intercity nach Kassel fährt in wenigen Minuten ein. Nummer 7. Sehr verehrte Kunden, in wenigen Minuten schließt unser Geschäft. Bitte begeben Sie sich umgehend zu den Kassen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Nummer 8. Achtung bitte, der kleine Lars Riedel sucht seine Eltern. Herr und Frau Riedel bitte zur Information im Erdgeschoss. Nummer 9. Verehrte Fluggäste, wir sind soeben in Frankfurt gelandet. Es ist regnerisch. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Nummer 10. Verehrte Fahrgäste, wegen Gleisarbeiten fährt die U6 heute nur bis zum Industriehof. Bitte benutzen Sie für die Weiterfahrt Richtung Hausen die bereitgestellten Busse. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Peter, hier ist Jasmina. Jetzt ist es 9:30 und ich sitze immer noch hier beim Arzt im Wartezimmer. Es dauert bestimmt noch eine halbe Stunde, bis ich drankomme. Treffen wir uns etwas später im Café Palme? So in einer Stunde? Okay, bis dann. Hallo Peter, hier ist Jasmina. Jetzt ist es 9:30 und ich sitze immer noch hier beim Arzt im Wartezimmer. Es dauert bestimmt noch eine halbe Stunde, bis ich drankomme. Treffen wir uns etwas später im Café Palme? So in einer Stunde? Okay, bis dann. Nummer 12. Hallo Sandra, hier ist Katja. Du, ich kann heute nicht. Ich muss dringend mit Lukas zum Arzt. Hast du nächste Woche am Montag Zeit? Ruf mich bitte zurück. Tschüss. Hallo Sandra, hier ist Katja. Du, ich kann heute nicht. Ich muss dringend mit Lukas zum Arzt. Hast du nächste Woche am Montag Zeit? Ruf mich bitte zurück. Tschüss. Nummer 13. Die gewünschte Rufnummer lautet 255-277. Ich wiederhole, 255. Die gewünschte Rufnummer lautet 255-277. Ich wiederhole, 255. Nummer 14. Guten Tag, hier ist die Arztpraxis Dr. Hille. Wir sind bis zum 3. September in Urlaub. Die Vertretung übernimmt Herr Dr. Jakob. Telefon 069-754-4332. In dringenden Fällen rufen Sie den örtlichen Notdienst an.
Guten Tag, hier ist die Arztpraxis Dr. Hille. Wir sind bis zum 3. September in Urlaub. Die Vertretung übernimmt Herr Dr. Jakob. Telefon 069 75 44 332. In dringenden Fällen rufen Sie den örtlichen Notdienst an. Nummer 15. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Bolle Fernsehen, Radio und HiFi. Sie können Ihr Radio abholen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 18,60 Euro. Bei Rückfragen wählen Sie bitte die 11490. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Bolle Fernsehen, Radio und HiFi. Sie können Ihr Radio abholen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 18,60 Euro. Bei Rückfragen wählen Sie bitte die 11490. Vielen Dank. Auf Wiederhören.